So, Frau Wunsch, mit Urlaubsanträgen, Mittagspausen und angemessener Bekleidung wissen Sie jetzt Bescheid. Bleibt eigentlich nur noch die Bumsliste. Die bitte was? Ja, Sie haben richtig gehört. Sie wollen doch was erreichen bei uns, nicht wahr? Auf dieser Liste stehen sämtliche wichtigen Leute, mit denen es sich lohnt zu... Na, Sie wissen schon. Oh, das sind aber viele Namen. Ja, Sie fangen ja auch ganz tief unten bei uns an. Ja, klar. Das ist ja aber total verwirrend. Ich weiß gar nicht, bei wem ich anfangen muss. Gute Frage. Man will ja nicht wahllos oder schlimmer noch nutzlos. Naja, Sie wissen schon. Nee, natürlich nicht. Also, wenn ich schon, naja, Sie wissen schon, dann muss es mir auch was bringen. Eben. Deswegen habe ich hier diesen kleinen Leitfaden für Sie. Wann, in welcher Reihenfolge und wie oft. Bitte sehr. Aha. Ha, ich muss also zuerst mit Abteilungsleiter Thielse. Richtig. Fürs Weiterkommen im kaufmännischen Bereich. Aha. Und dann viermal mit Stellvertreter Huber. Viermal? Wieso denn viermal? Sehen Sie, Frau Wunsch, Sie sind neu bei uns. Und bei den ersten Malen, da kann sich unser Herr Huber nicht so richtig entspannen wegen seinem... Naja, Sie wissen schon, ne? Das sind natürlich nicht ganz so positive Erlebnisse. Aber beim vierten Mal ist er meistens ganz locker. Dann knacken Sie ihn. Okay, technischer Leiter Hermanns, Pressesprecher Eckert, Direktor Steiner... Oh, Ihr Name steht ja auch auf der Liste. Ja, ein guter Draht zur Personalabteilung ist manchmal ganz nützlich, nicht wahr? Also, wo ich jetzt schon mal hier bin, da könnte ich doch direkt bei Ihnen mit, na, Sie wissen schon, anfangen. Nein, immer schön der Reihe nach. Einige Kollegen sind im Urlaub, daher würde ich vorschlagen, beginnen Sie mit, ja, mit Herrn Reimann. Wie bitte? Herr Reimann von der Putzkolonne? Na, nun unterschätzen Sie mal nicht den Einfluss des Reinigungspersonals. Außerdem ist der Mann gut gebaut. Das dürfte Ihnen den Einstieg erleichtern. Ah, da sind Sie ja. Tja, dann wollen wir mal. Sie wissen schon. Oh Gott, ich soll jetzt gleich direkt hier? Nein, nicht Sie. Ich stehe auf Platz 5 seiner Bumsliste. Wir wollen ja schließlich alle vorankommen, ne?